Für den Boden nehme ich das Rezept von dem Wunderkuchen, habe das etwas abgeändert und gebe dort 150 Gramm geriebene Haselnüsse dazu, 300 Milliliter Milch, 300 Milliliter Öl, dementsprechend weniger Mehl, nur 350 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, Zucker 300 Gramm, ein Päckchen Vanillinzucker, 6 Eier der Größe M und 2 Esslöffel Backkakao. Das Rezept vom Wunderkuchen kennt ihr ja schon, deswegen lasse ich das jetzt einmal hier schnell durchlaufen. Wir schlagen als erstes die 6 Eier mit dem Zucker und dem Vanillinzucker schaumig auf, bis sich die Masse etwa verdreifacht hat. In der Zeit, wo die Eier aufschlagen, vermische ich jetzt einfach alle trockenen Zutaten einmal zusammen. Sobald sich das Volumen etwa verdreifacht hat, geben wir nun die flüssigen Zutaten hinzu, dementsprechend Öl und Milch. Dann geben wir die trockenen Zutaten, die wir vorher schon vermengt haben, löffelweise mit dazu und dann ist der Teig auch schon fertig. Dann gebe ich den Teig in meine Springform, die ich schon mit Backpapier ausgekleidet habe. Eingefettet habe ich sie nicht, damit der Teig schön hochklettern kann. Und dann wird der Kuchen etwa 55 Minuten gebacken bei ca. 160 bis 170 Grad. Den Kuchen löse ich vorsichtig nun aus meiner Form heraus, gebe ihn dann auf ein Abkühlgitter und lasse ihn am besten über Nacht komplett auskühlen. So lässt er sich morgen auch richtig schön schneiden. Für unsere Butter-Nougat-Creme brauchen wir 100 Milliliter Wasser und 200 Gramm Zucker, die wir zu einem Zuckersirup kochen. Dann brauchen wir noch 500 Gramm weiche Butter. Die habe ich gestern schon rausgelegt, damit sie so richtig schön Zimmertemperatur erhalten kann. Sie sollte gut weich sein. Dann brauchen wir noch mal 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillinzucker. Dann habe ich hier 300 Gramm Nougat. Die geben wir noch mit rein, eine Prise Salz und das Eiweiß von 5 Eiern der Größe M. Als erstes kochen wir den Zuckersirup, dazu geben wir die 100 Milliliter Wasser und die 200 Gramm Zucker in einen Topf, kochen das Ganze einmal auf und lassen es dann auf mittlerer Stufe ca. 8 Minuten lang köcheln. In der Zwischenzeit, wo der Zuckersirup kocht, schlagen wir schon mal unsere 5 Eiweiß auf und geben dort auch Salz, Zucker und Vanillinzucker dazu und schlagen das so lange, bis es richtig schön weißschaumig ist. In der Zeit, wo das Eiweiß aufschlägt und der Zucker kocht, gebe ich nun hier das Nougat in eine Schüssel und schmelze das leicht, sodass es nicht heiß wird, aber etwas flüssiger wird für später in unsere Buttercreme rein. Der Zuckersirup ist nun fertig, den könnt ihr nun in einem dünnen Strahl in eure Eiweißmasse reinfließen lassen, während die Maschine weiterschlägt. Nicht alles auf einmal reinschütten, sonst stockt euch das Ei. Das wäre ja nicht so toll. Deswegen schön vorsichtig und Achtung, das ist alles sehr heiß. Dann lasst ihr die Maschine einfach weiterschlagen, bis eure Eiweißmasse abgekühlt ist. Also circa 20 Minuten. Als nächstes, während das Eiweiß kühl schlägt, nehme ich mir meinen
Boden zur Hand und schneide den in die gewünschte Anzahl von Böden, die ich für meine Torte brauche. Nach circa 20 Minuten hat das Ganze eine annehmbare Temperatur erreicht. Das Ganze ist nun abgekühlt, also können wir nun unsere weiche Butter stückchenweise mit dazugeben. Das Ganze natürlich unter ständigem Rühren. Zum Schluss kommt nun Nougat dazu. Den habe ich ja vorher etwas geschmolzen. Er ist nicht mehr heiß. Also heiß sollte er auf keinen Fall sein, sonst schmilzt euch nämlich die Butter da drin wieder weg. Deswegen sollte auf jeden Fall auch Zimmertemperatur haben. Und dann gebt ihr euer Nougat noch dazu. Und sobald sich das Ganze schön verbunden hat, ist eure Creme auch schon fertig. So soll die Butter-Nougat-Creme aussehen. Die kommt jetzt als Füllung in meine Torte rein. Ich habe jetzt hier über meinen ersten Tortenboden einen Tortenring gelegt und streiche die Torte jetzt mit der Buttercreme ein. Dann kommt der nächste Boden drauf und so weiter, bis wir oben angekommen sind. Sobald ihr eure Torte fertig gestapelt habt und den Deckel auch nochmal mit Buttercreme verziert habt, stellt ihr sie für ein paar Stunden in den Kühlschrank, dass sie einmal ordentlich durchkühlen kann. Ich habe die Torte nun etwa 3 Stunden im Kühlschrank stehen gehabt und löse nun vorsichtig den Tortenring und streiche die Torte an der Seite auch nochmal mit der Buttercreme ein. Die fertig eingestrichene Torte stelle ich nun auf mein Cakeboard
und stell sie dann nochmal in den Kühlschrank, so lang, wie ich meine anderen Sachen noch vorbereite. Für unsere Dekoration der Torte brauchen wir ein paar von der längsten Praline der Welt, ein paar Duplos. Und zwar habe ich hier jetzt schon mal ein paar ausgepackt. Wir brauchen circa 2 Packungen davon. Ihr könnt aber auch zum Beispiel die Riegel von der Kinderschokolade nehmen oder ein paar KitKat oder so Schokosticks, ganz wie ihr wollt. Dann brauchen wir noch etwas Nutella. Ihr könnt dafür natürlich auch nochmal Nougat nehmen, aber ich fand Nutella passender, weil es einfach etwas dunkler ist. Und da kommt natürlich nachher unsere Deko drauf, hier diese kleinen Schweinchen, die ich modelliert habe. Die habe ich euch auch in einem anderen Video gezeigt, wie ich die gemacht habe. Dann brauchen wir noch eine Dekoschnur, die kommt drumherum, damit das Ganze wie als Geschenk verpackt aussieht. Und dann brauchen wir noch ein Royal Icing und das mache ich mit einem Eiweiß und einer Packung Puderzucker. Mit dem Icing legen wir direkt los. Ich habe hier nun mein Eiweiß. Das war übrigens ein Ei der Größe M und habe dann noch einen Spritzer Zitrone mit reingegeben. Schlag das Ei kurz an und gebe dann nach und nach den Puderzucker dazu, so viel, bis ich die Konsistenz habe, die ich haben möchte. Das Ganze färbe ich mir dann mit grüner Lebensmittelfarbe, Pastenfarbe von der Firma Wilton noch ein. Den Deckel der Torte bestreiche ich nun mit Nutella. Die habe ich vorher erwärmt, damit ich sie leichter verstreichen kann. Ihr könnt dafür natürlich auch Nougat nehmen oder eine selbstgemachte Ganache. Nougat war mir jetzt halt zu hell, deswegen habe ich mich jetzt für Nutella entschieden. Das ging jetzt einfach auch schneller, wie selbst nochmal eine Ganache herzustellen und schmeckt ja auch super lecker. Als nächstes machen wir die Duplos drumherum. Ich streiche die Torte jetzt nochmal ganz dünn mit etwas Buttercreme ein, damit die Duplos besser dran haften können. Durch den Kühlschrank ist die Buttercreme so fest geworden, dass die Duplos nicht mehr dran kleben. Deswegen jetzt nicht wundern. Dann stellt ihr die Duplos einfach nebeneinander auf und das macht ihr dann so lang, bis die ganze Torte damit umrandet ist. Als nächstes kommen die Deko-Elemente drauf, meine kleinen Schweinchen. Dann nehme ich mir jetzt so eine kleine Palette und drücke in das Nutella so kleine Wellen rein, damit es aussieht, wie als würden die Schweinchen gerade frisch da drin planschen. Mit dem grünen Roll Icing spritze ich jetzt mit meiner Spaghetti-Tülle lauter kleine Grastupfel, damit das Ganze halt aussieht, wie als wäre das eine Wiese, die so leicht im Schlamm versinkt.
Schweinchen planschen im Matsch, deswegen sind sie auch dreckig. Dazu habe ich mir etwas Nutella auf den Finger gegeben und lauter so kleine Matschplacken an meine Schweinchen geschmiert. Zum Schluss kommt noch das Geschenkband drumherum, da gibt es jetzt eine schöne Schleife und dann ist die Torte auch schon fertig.